die heruntergekommenste Wohnung in unserem Portfolio, Platz 2. Wir gehen jetzt gleich mal rein, ich zeige euch die Wohnung und warum wir die Wohnung gekauft haben und was wir daraus machen, erfährst du in diesem Video. So, wir sind jetzt hier in der Wohnung, die ich jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal kaufen würde, aber ich zeige es euch trotzdem, weil es bringt ja nichts, wenn ich immer nur über schönes Wetter rede und dann passiert auch mal irgendwas, wo nicht so ideal gelaufen ist, dass ich das euch auch zeige. Hier, ich lege meine Karten offen, ihr könnt es anschauen und dass ihr vielleicht den Fehler nicht macht. So, jetzt sind wir da in der Platz 2 hässlichsten Wohnung, die wir jemals gekauft haben. Also hier drin stinkt es schon. Ich setze jetzt mal die Maske auf. Nicht Corona-bedingt, sondern geruchsbedingt. Nee, Spaß, ich setze sie wieder ab, dann versteht ihr mich richtig. Aber es ist echt. Hier ist die Tapete voll gemockt mit Rauch. Es sieht so eklig alles aus hier. Hier ein Teppich, alles voller Rauch. Eine Drei-Zimmer-Wohnung. Das Problem halt in der Wohnung ist halt, hier ist alles alt. Die Elektrik ist alt, die Türen sind richtig ranzig alt. Der Boden ist alt, die Wasserleitungen sind alt. Das Haus ist alt und die Lage ist schlecht. Deswegen ist halt echt schwierig, jetzt irgendwas draus zu machen. Jetzt zeige ich euch mal ein bisschen die Wohnung und dann sage ich auch, warum wir die gekauft haben. Hier ist eine Küche, die ist wunderschön. Schöne High-Quality-Küche. Hier kann man auch direkt weiterverwenden dann. Nee, Spaß beiseite, die ist durch. Fenstergriffe gehen nicht mal mehr zu, richtig. Guck mal. Schön ruhig auch, hört man das. Weitere Zimmer, Einbauschränke gibt es hier. Normalerweise sage ich immer, hey, die kann man echt drin lassen, aber in dem Fall sind die so hässlich, dass man die rausmachen muss. Hier ist das Badezimmer, ganz typisch grüne, schöne Fliesen. Ah, das Licht geht sogar. Also es sieht wirklich nicht schön aus, es muss alles raus. Oh, guck mal. Und das kalte Wasser, kommt nicht mal viel Wasser raus. Das heißt, die Leitungen sind schön zugesetzt. Und hier muss man alles neu machen. Also wirklich komplett vom Steigschrank bis zum Hahn, alles neu. Hier sind wir in so eine extra Toilette. Da verzichte ich jetzt aufs Reingehen, denn da ist der Geruch noch extremer. Hier ist das Schlafzimmer. Schön zur Straße ausgerichtet. Ich würde gerne den Rollladen aufmachen, aber leider ist es nicht möglich, denn da hat jemand sich verkünstelt und hat ihn abgerissen. Ja, passiert. Und zu guter Letzt das Wohnzimmer. Normalerweise macht man Silikonfugen am Bad, beim Fliesen, an den Kanten, bei den Toiletten, beim Waschbecken und so weiter. Hier der vorherige Eigentümer hat sich besonders verkünstelt und hat die Silikonfugen hier gemacht. Ja, auf die Idee muss man auch erstmal kommen, schön ein Billiglaminat für 2 Cent pro Quadratmeter über den Teppich gelegt. Hier schön die Bambusstängel in der Wand. Den Balkon gibt es auch noch. Schöner Balkon, also hier ist ein bisschen was los, es ist ein bisschen laut halt alles hier, ne? Aber es ist halt Innenstadtlage. So, wir haben die Wohnung hier gekauft vor einem Monat, 2 Monate etwa ist es jetzt her und mit dem Gedanken hier irgendwie einen fixen Flip draus zu machen, aber jetzt ist es irgendwie doch nicht so cool, wie wir uns das im ersten Moment gedacht haben. Also wenn ich nochmal hier bin und so, denke ich mir so, ah, ja, hätten wir es besser gelassen. Wie kam es denn dazu, dass wir die Wohnung überhaupt gekauft haben? Als erstes war halt so das Ding, ja, eine Wohnung, okay, ein bisschen Value-Add-Potenzial da. Value-Add heißt, man kann noch ein bisschen was heben an der Wertigkeit des Objekts und dementsprechend ist hier natürlich die besten Randbedingungen dafür gegeben. Die Elektrik ist alt, das Wasser ist alt, der Boden ist richtig durch, die Wände sind richtig durch, es stinkt nach Rauch, ja, die Elektrik ist komplett oldschool, wirklich oldschool, oldschool, sodass es eigentlich gar keine Sache hier gibt in der Wohnung, wo man sagen kann, hey, das ist ja richtig nice, aber ist alles echt schlecht vom Zustand her. So, jetzt haben wir das Ding gekauft, haben es auf gut Deutsch an der Backe und müssen halt schauen, was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, wie man hier jetzt wieder sauber rauskommt, ohne irgendwie einen Haufen Aufwand reinzustecken und dann am Ende des Tages nichts zu verdienen, weil das ist ja das größte Risiko, was man hier hat, wenn man sich zu sehr verkünstelt, denn die Lage ist auch nicht die beste. Das heißt, man kann auch mit einer Luxussanierung nichts mehr retten. Ja. Was ist hier gegeben? Also es sind ca. 60 Quadratmeter Wohnfläche, jahrelang gewohnt, richtig, richtig runtergewirtschaftet. Und Szenario 1 wäre jetzt einfach
jemand finden, der die Wohnung gerne haben würde für sich, für den Eigennutz oder für eine Kapitalanlage, der die einfach so abnimmt. Ja, das wäre für uns dann halt einfach so, ja, wieder weg mit dem Ding, ohne Großes daran verdient zu haben. Hauptsache, ja, wir sind jetzt die Wohnung los. Plan B wäre irgendwie die Wohnung renovieren oder sanieren, muss man die ja klar sanieren, aber halt nicht Luxus sanieren, sondern so Basic Standardsanierung machen, damit man halt die wieder vermieten kann, weil so wie es eben ausschaut, da ist Silikonfugen im Laminat, da sind Teppich unterm Laminat, da stinkt und das kann man so nicht vermieten, das kann man niemandem zumuten, hier zu wohnen. Es kommt nicht mal mehr richtig Wasser aus den Wasserleitungen raus, dementsprechend muss man etwas machen. Also der Plan B wäre halt einfach eine Renovierung auf niedrigem Niveau, eine Sanierung auf niedrigem Niveau, um wieder alles funktionsfähig zu machen, um halt hier auch guten Gewissens eine Miete reinlassen zu können. Was auch noch problematisch ist, die Fenster schließen nicht richtig, wobei auch noch eine große Straße vor der Tür ist. Das heißt, es ist auch nicht so leise hier drin, die Rollläden sind alle durch. Also wirklich vom Zustand her wirklich sehr, sehr schlecht. Da meinte man hätte einen richtigen günstigen Kaufpreis haben sollen, aber die war leider nicht so ganz günstig, dass ich jetzt sagen kann, so ey, wir haben hier den Schnäppchen-Shot des Jahres gelandet. Ich will euch nur mal die Augen öffnen, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Wenn du jetzt noch keine Wohnung gekauft hast, du kaufst deine erste Wohnung, sollte es nicht so eine sein. Ja? Wenn man schon viele Wohnungen gekauft hat, ein paar Flips, ein paar Bestandsobjekte hat, dann kann man hier schon noch das Kind aus dem Brunnen retten. Ja? Aber wenn es halt erstmal reingefallen ist und es ist der erste Deal, dann kann man sich schon mal auch übernehmen, auch wenn es nur eine Wohnung ist, weil am Ende des Tages muss ich schon noch rechnen unterm Strich. Ich werde auf jeden Fall in einem der folgenden Videos dann erzählen, was wir aus diesem Objekt gemacht haben. Ich nenne es mal Mission X, ja, dass wir eine Referenz haben, Mission X, was ist aus Mission X passiert. Und das werde ich euch irgendwann erklären, damit ihr Bescheid wisst, wie wir die Situation gelöst haben. Vielleicht habe ich auch den einen oder anderen Tipp von euch bekommen, wo ich umgesetzt habe. Deswegen schreibt mir echt gern drunter, was ihr machen würdet, was ich machen soll. Vielleicht ist da was dabei, ich mache es dann, wenn es Sinn ergibt, ja. Und die Moral von der Geschichte, abgeranzte Wohnungen kauft man nicht. Auch kann man schon manchmal machen, aber halt mit Bedacht. Und dementsprechend wünsche ich mir Glück, dass es irgendwie gut geht.